Da ist auf jeden Fall die Ambali-Priesterin. Namens Tenia. Und ja, da ist das, was ich gemeint habe. Ein paar Ankeks da oben. Reden wir aber erstmal mit ihr. Halt! Ihr betretet mein Grundstück! Halt, ihr befindet euch auf meinem Grund und Boden. Wer Waffen bei sie trägt, kommt hier nicht herein. Diese schrecklichen Fische haben euch angeheuert oder etwa nicht, sprecht. Ich weiß nicht, von wem du redest, Kind. Es ist wahr, sie haben uns gesandt, um eure Schokereien ein Ende zu bereiten. Sie haben uns gesandt, aber wir möchten nur wissen, was vorgeht. Was hier passiert, geht euch nichts an. Danach, dass sie wegkommt, sonst endet ihr wie die. Sie ist schon mal sehr freundlich. Ihr schon wieder. Ich warne euch ein letztes Mal. Verlasst mein Heim oder ich muss davon ausgehen, dass sie mit meinem Feind im Bunde steht. Wir möchten keine Feindseligkeit zwischen uns und werden euch nicht weiter belästigen. Ich stehe nicht im Streit mit euch. Wenn ihr wollt, dass das dem so bleibt, dann geht. Amberly wacht über mich. Ja, es ist wahr. Sie haben uns gesandt, um euren Schokereien ein Ende zu bereiten. Sie sind ebenso feige wie hinterhältig. Bezahlen andere dafür, was sie selbst nicht zu Wege bringen. Doch in dieser Nacht setze ich halt ihm ein Ende. Die Meere schreien nach Rache. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Warum tut ihr das? Wisst ihr nichts von ihrem Verbrechen? Sonne und die anderen, sie sind in Wahrheit die Übeltäter. Sie haben meine Mutter umgebracht und nun helft ihr ihnen. Sie tat nur ihre Pflicht, indem sie das Opfer der Seefahrer zur Besänftigung des Meeres entgegennahm. Sie haben ihr die Schale der Herrschaft über Wasserelementare gestohlen und ihr durch Folter die geheimen Zauberworte zum Gebrauch der Schale abgerungen. Nun missbrauchen sie alle ein Geschenk Ambalis zur Plünderung der Meere und der Geist meiner Mutter kann nicht ruhen, solange sie die Schale besitzen. Ich habe ihre größere Macht als ehedem meine Mutter. Ambali stattete mich mit ihrem Zorn aus, aber ich kann die Schale nicht finden. Ich kann nichts weiter tun, als ihnen so lange Schaden zuzufügen, bis sie entweder die Schale zurückgeben oder umkommen. Doch ich bin müde, meine Willensstärke reicht nicht an die meiner Mutter heran und die Göttin verlangt mir so viel ab. Bitte helft mir. Ich traue weder euch noch Sonners Bande. Ah, wir helfen so gut wir können, wenn dann bei mehr für uns rausspringt. Oh, ich danke euch. So wird die Königin der Meere ihre Schale vielleicht doch zurückgehalten. Vor allem aber dürfen Sonne und seine Gesellen nicht länger auf ihre Kosten davon profitieren. Wahrscheinlich halten sie die Schale im Schrein einer anderen Gottheit verborgen. Selbst wenn ich wüsste, in welchem Schrein sie sich befindet, könnte ich mich ihm nicht nähern. Und vielleicht verrät ja Sommer, wenn ihr ihn danach mit gezücktem Schwert fragt. Geht jetzt, denn Ambali ist nur selten geduldig, zumal bislang bei ihr nicht gerade ein Stein im Brett habt. Die Priesterin, die ich töten sollte, ist gerade mal 12 Jahre alt. Sie sagt, die Fischer, die mich angehört haben, hätten ihre Mutter getötet. Ich werde den Fischern ihren Namen zur Rede stellen. Mhm. So, aber erstmal diesen Ankeck vernichten. Oh, ich dachte, Ankeks geben mehr. Oh, ein Nestor-Dolch. Stimmt, da war was. So, jetzt werden wir aber erstmal für Dorn was tun. Indem wir hier seinen alten Boss töten. Also den Anführer seiner Gruppe, besser gesagt.
Ich diene der flammenden Faust. Ah ja, okay, jetzt kommt erstmal. Der Eintritt kostet eine Goldmünze pro Person. Bitte nicht den Ort eurer Herkunft. Berigost am Naschke, das mysteriöse Land der ausgelassenen nackten Nymphen, wo jedes Verlangen herzköpfigen blubbernden Grottenschratten erfüllt wird. Haha, Kerzenburg. Wartet hier, mein Befehlshaber möchte mit euch sprechen. Bürger, bitte vortreten. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Scar, stellvertretender Kommandant der flammenden Faust. Zwar braucht ihr eure Namen nicht preiszugeben, doch beantwortet mir bitte diese eine Frage. Seid ihr jede Gruppe, die an dem Fiasko in der Mine von Naschkel beteiligt war? Ja, das wären wir. Ich muss schon sagen, ihr habt hier oben in Baldur's Tor einen ziemlichen Tumult entfacht. Ich kann nicht im Einzelnen benennen, was mich zu diesem Schluss veranlasst, aber in der Stadt sind viele merkwürdige Dinge geschehen. Es wird schwieriger für mich, überhaupt noch jemanden zu trauen. Ich brauche Hilfe, um ein paar Untersuchungen anzustellen. Leute von außerhalb, die keine Verbindung zu denen in der Stadt haben. Wird ihr dann interessiert, diesen Part für mich zu übernehmen? Wir haben weder Zeit noch Lust. Ja, wir sind interessiert. Wer es sich bezahlt, macht sicher. Nun gut, was ich euch jetzt mitteilen muss, streng vertraulich bleiben. Habt ihr verstanden? Ich möchte, dass ihr eine Untersuchung in der Gemeinschaft der Sieben Sonnen aufnehmt. Die Anführer der Sieben Sonnen haben sich in letzter Zeit recht sonderbar verhalten. Sie verkaufen wertvolle Güter und vernachlässigen einen großen Teil ihrer erträglicheren Handelsaktivitäten. Angesichts der Bedeutung der Gemeinschaft für die Wirtschaft der Stadt sind die Großherzöge stark beunruhigt. Ich habe Yasuo, den Chef der Gemeinschaft, um ein Gespräch ersucht. Er wies mein Ansuchen in grober Weise zurück. Ich sollte mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, sagte er. Ich kenne Yasuo seit vielen Jahren und ein solches Verhalten hat er noch nie an den Tag gelegt. Ich kann keine offizielle Untersuchung einleiten, da es dafür keinen wirklichen Anlass gibt. Warum brauche ich euch? Ja, wir sind bereit. Sagt uns, was zu tun ist und wie viel ihr dafür bezahlt. Wir sind bereit, doch ihr solltet zunächst eines wissen. Wir glauben, dass der Eisenthron hinter dem derzeitigen Ereignis entlang der Küste steckt. In der Mine von Naschken und dem Mantelwald haben wir einiges über die Ziele und Methoden des Eisenthrons erfahren. Und sie weiß nichts Gutes für die Zukunft dieser Gegend. Das wird ein ganz neues Licht in diese Sache. Ich kann momentan nichts unternehmen, aber ich werde dem sicherlich weiter nachgehen. Ich möchte, dass ihr in das Gebäude der Sieben Sonnen eindringt und herausfindet, was da faul ist. Hört eure Erkundungen verdeckt durch. Ich möchte nicht, dass die Angelegenheit in einer Katastrophe endet. Gebt vor allem auf Yasuo Acht. Nachdem ihr so viel wie möglich herausgefunden habt, meldet euch bei mir. Ihr findet mich in der Kaserne der flammenden Faust. Ich zahle euch 2000 Goldmünzen für diesen Gefallen. Das Anwesen befindet sich im Südwesten der Stadt. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht, sobald ihr den Auftrag bei den Sieben Sonnen ausgeführt habt, ist es unerlässlich, dass wir uns bei der Kaserne der flammenden Faust treffen, die unmittelbar westlich der Sieben Sonnen liegt. Die Sieben Sonnen. Die Fischer und die Priesterin. Scar hat uns angeheuert, der merkwürdigen Dinge auf den Grund zu gehen, die im Anwesen der Sieben Sonnen im südwestlichen Teil der Stadt vor sich gehen. Sobald wir unsere Untersuchung abgeschlossen haben, sollen wir ihm in der Kaserne der flammenden Faust berichten. Diese befindet sich gleich westlich vom Gebäude der Sieben Sonnen. Ja. Jetzt aber, erst mal gucken. Hi, Quail. Allein die Küstenstraße entlang gehen. Wie klug ist das denn? Hallo, ihr Reisenden. Seht mir, wie wandert Leute der abenteuerlustigen Art aus. Sagt mir, wohin zieht es euch? Wir werden heute in nördlicher Richtung weitergehen. Wir werden eine Zeit lang Richtung Süden gehen, das kann sich aber noch ändern. Was es euch was angeht, Osten ist unsere Richtung. Richtung Westen zum Morgengrauen, wenn sich die Pläne nicht ändern. Dorthin will ich auch. Mir scheint, wir haben einiges gemein. Da liegt es wohl nahe, zusammenzureisen. Gerade wenn man bedenkt, wie viele Räume diese Gegend hier gibt. In mir findet ihr das, woran es euch selber am meisten gebricht, nämlich Klugheit. Ich denke, es schadet niemandem, wenn ihr uns begleitet. Nein, und erzählt mir doch nicht so etwas. Ich hätte es sogleich an eurem schleppenden Gesang und eurer winzigen Nase erkennen müssen. Ihr seid ein absoluter Volltrottel, stimmt's oder habe ich recht? Ich habe meinen Mann namens Quay getroffen, der mich gefragt hat, ob er sich anschließen dürfte. Ich habe ihn einen Tritt in den Hintern versetzt. Tritt in den Hintern versetzt. Für meinen Geschmack wäre es nämlich ein bisschen zu schmierig. Was braucht ihr? Ich brauche euren Dienst nicht kurzer.
So, und da ist Dorns Freund. Dass dieser Tag kommen würde, Dorn. Ich bin froh, dass ihr eure Zeit damit verschwendet habt, erst die anderen zu töten, bevor ihr zu mir gekommen seid. Ihr werdet sehen, dass ich besser auf eure Rache vorbereitet bin. Zumindest wisst ihr, dass ihr meine Rache verdient. Die anderen haben mit dem Finger auf euch gezeigt, in der Hoffnung, ich würde sie verschonen. Werdet auch ihr betteln? Dafür gibt es keinen Grund. Im Gegensatz zu den anderen weiß ich wohl, mit wem ich es hier zu tun habe. Die Seher haben mich eine Unsumme gekostet. Aber sie haben mir den Weg gezeigt, den ihr gegangen seid, um eure Kraft zu erlangen. Nun bin auch ich diesem Weg gefolgt. Den Ursprung meiner Kraft zu kennen, wird euch nichts nutzen, Bastard. Urgothos wird eure Seele verschlingen. Mag sein, Dorn. Aber euer Dämon ist nur einer unter vielen. Und auch ich habe einen Herrn. Hab viele Feinde. Passt auf, Dorn. Wir sind beide Scharfiguren. Aber nur einer von uns wird fallen. Okay, das sieht nicht gut aus. Ihr habt geläutet? Das. Okay, wir laden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Quail können wir einfach mal ignorieren. Wobei, gehen wir doch mal mit Quail. Allein die Küstenstraße entlang gehen. Wie klug ist das denn? Ja. Quail nervt nur. So. Chaos-Schild, göttliche Macht. Stärke für Gain. Gebt mir Kraft. Wie habt ihr Leute? So, Stärkungen. Verteidigungskoordination. Was ist es diesmal? Das hier. Furcht. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein Quicksave und dann geht's da hoch. Ich wusste zum Göttin, Max. Hab viele Feinde. Passt auf. Ich hab keinen Bock zu erheben. Wir sind beide Scharfiguren. Aber nur einer von uns wird fallen. Sagt an. Ihr habt geläutet? So. Okay. Kommt, nervt jemand anderen. Tue ich alles. Nicht das. Der Priester geht mir jetzt langsam auf die Nerven da oben. Kann er bitte sterben? Ich muss mich ausruhen. Du heil dich mal lieber.